So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit unserem Abarth. Ihr seht, noch ist kein Motor drin. Aber ich kann euch so viel sagen, jetzt wird es langsam wird es richtig ernst. Langsam gefällt mir das Auto. Langsam feiere ich das Ding, weil ich habe mir was überlegt. Wo fangen wir an? Thematik Front. War alles tierisch komplex zugebaut. Jeder kennt es von so einem Serienauto. Es ist halt einfach, wie soll ich sagen, es muss halt nur einmal zusammengebaut werden und nie wieder zerlegt werden. Gerade jetzt bei einem Auto, was wir aber viel auf Rennstrecke bewegen werden, zählt eher mehr A, dass es einfach zerlegbar ist und B, in einzelnen Komponenten die maximale Leistung erzielt. Das heißt, wir brauchen einen Wasserkühler, der die Wassertemperatur maximal senkt. Wir brauchen einen Ölkühler, der die Öltemperatur maximal senkt. Und wir brauchen einen Ladeluftkühler, der die Ansauglufttemperatur maximal senkt. Das Ganze hat mir in dem Serienteil allerdings 0,0 gefallen. Jetzt waren wir bei dem Nils, ihr erinnert euch, der für Paul den kompletten Rahmen baut für den GTR. Extrem heftig. Und das erste Teil, was mir eigentlich nicht gefällt, ist, vor dem Wasserkühler sitzt hier so ungefähr dieser Prallträger. Wo man übrigens sieht, der Fahrzeug hatte schon mal einen Unfall vorne, beziehungsweise da ist mal rückwärts wer mit der Anhängerkupplung reingefahren an der Ampel und schon war das Ding so krumm. Ne? Ist auch krass, ne? Da weißt du mal, wie viel das, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Kackding am Ende dann wirklich nur hält. Ne? Dieses Teil sitzt A mit 10 cm vor der kompletten Kühlfläche, ist schwer und wie ihr seht, könnt nichts. Kann nichts. Dafür hat uns jetzt Nils dieses Rohr hier gebogen. Wir reden hier von, ich glaube, 40 mm mal 2,1 mm Chromo. Das heißt, das Zeug hat ungefähr eine Festigkeit von 800 Newton. Dementsprechend schwer ist es auch, diese Radien hier zu ziehen. Hat Nils aber mega geil hinbekommen. Und dieses Teil werden wir jetzt statt diesem Träger hier anschweißen. Weil Abarth hat nämlich eine komplette Stahlfrontmaske. Das ist alles aus Blech. So, und jetzt kam mir die Idee, wenn ich dieses Auto richtig stabil machen will, dann muss ich den linken Längsträger mit dem rechten Längsträger verbinden. Und das geht, es geht natürlich nicht besser, als die vorhandene Vierlochplatte zu nutzen, das Ding hier richtig massiv aufzuschweißen und anzuschweißen. So, das ist Step 1, die Idee, die ich hatte. Dann kriegen wir noch einen neuen Wasserkühler, unserer Lieferant, der mir eh die ganzen Wasserkühler baut, die ihr bei uns im Sortiment findet, baut jetzt gerade ein für den Abarth. Problem ist dabei, ich glaube, der ist mittlerweile Tage im Versand. Da hat DHL aktuell ein paar Probleme. Der kommt jetzt hoffentlich, während dieses Videos sollte der an sein. Hier kommt jetzt auf jeden Fall ein Alu-Wasserkühler rein, der natürlich ein bisschen dicker ist, als auch Alukästen hat. Ich versuche den Lüfter original zu halten. Ja. Ich nehme es gleich ab, dann könnt ihr das sehen. Weil der ist wirklich so groß, egal welchen Zubehör-Spalllüfter ich daran machen würde, der würde nicht mehr Power haben. Das heißt, den ersetzen wir. Den Kühler, das sieht jetzt so aus, als wenn wir den Kühler tiefer an den Motor setzen könnten, würde uns absolut nichts bringen, weil ihr erinnert euch, Motor, Turbolader vorne, hier ist eh schon zu wenig Platz. Das heißt, der muss in dieser Position definitiv bleiben. Also, grob im Hinterkopf behalten, das kommt so davor. Jetzt hatten wir ja von Wagner unseren Ladeluftkühler bekommen, welcher hier unten vorgeschraubt wird. Zack. Mit diesen extrem dünnen Anschlüssen, weil halt einfach diese Frontmaske hier so in Anführungsstrichen bescheiden gebaut ist. Ja, ich mir das Ganze angeguckt und überlegt und irgendwie gefällt mir das nicht, weil irgendwie sehe ich das Ganze auch als unsinnig. Das zeige ich euch jetzt nämlich. Wenn wir nämlich den Kühler abnehmen, werdet ihr sehen, dass das Ganze, also falsch, guckt nochmal einmal, merkt euch das mal kurz, wie eng das jetzt gerade ist. Wir müssen ja mit dem Kühler irgendwie mit den Rohren einmal zur Drosselklappe und einmal zum Turbolader kommen. Hier zwischen könnte gehen, ist aber schon übel eng. Deswegen zeige ich euch, wie mein Plan ist. So, wir nehmen mal den Kühler ab. So, das ist übrigens der Lüfter. Wie ihr seht, der ist eigentlich so schön groß. Den werde ich auf jeden Fall versuchen beizubehalten. So, jetzt kam mir die Idee. Wenn wir schon dieses Teil mit so einer krassen Stäbe verbinden, verstehe ich bei diesem Auto wirklich nicht den Sinn von diesem Metallunterbau. Das ist hier normalerweise angeschweißt. Also das ist ein Teil, das habe ich schon abgeflext. So ist normalerweise der ganze Vorderwagen aufgebaut. Ich vermute, das kann nur was mit dem Crashverhalten zu tun haben. Ich vermute, dadurch, dass der Vorderwagen so kurz ist, musste man da einfach diese Stau,
Knautschzone rausholen, die halt für diese Crashtests notwendig ist. Das ist übrigens mal wieder einer der kältesten Tage hier im Jahr, deswegen ist das hier so kalt drin. Alle anderen Autos, die ich kenne, haben diesen Unterzug nicht. Das heißt, egal ob es Limo ist, wie auch immer, die haben einfach nur einen Längsträger, der raussteht und einen teilweise sogar Plastik-Schlossträger, der davor ist. Jetzt sind wir allerdings natürlich auf Rennstrecke unterwegs, das heißt, das Ganze muss maximal steif sein. Somit habe ich mir als allererstes überlegt, diesen kompletten Unterbau nehmen wir einfach weg. Der ist links, rechts in der Achse eh nur geschraubt. Ultra nervig, weil wenn man zum Beispiel den Querlenker tauschen will, muss man das Ganze immer zerlegen. Deswegen fliegt dieses Metallding schon mal raus. So, das heißt, das Ding brauchen wir nicht. Das Ding brauchen wir nicht mehr. Diese ganzen Alu-Spacer dazwischen brauchen wir auch nicht mehr. Und haben jetzt nur noch, zack, dieses Rohr, was hier rankommt. Im ersten Step. Im zweiten Step will ich natürlich die Achse da versteifen mit dem Gewicht, wo es auch Sinn macht. Das heißt, nicht hier vorne einen riesen Rahmen rumziehen, sondern die Kräfte gehen ja, gerade jetzt mit Slicks, von dem Querlenker zu dem Querlenker. Ihr seht hier die Schraube, da ist der Querlenker innen verschraubt. Das heißt, wenn wir jetzt volles Ballett über den Körper ballern, drückt das Rad rein oder raus an dieser Stelle. Eigentlich ist dieser Achskörper schon relativ massiv, wie ich finde, für so ein kleines Auto. Praktisch können wir das Ganze natürlich aber maximal versteifen, indem wir auch hier, jetzt mal nur so grob gezeigt, von da nach da so eine typische Querlenkerabstützung machen. Das heißt, wenn hier nächste Woche wieder Motor drin hängt, weil hier sitzt ja noch ölbarne Getriebe und so weiter, werden wir definitiv von dieser Querlenkeraufnahme zu dieser Querlenkeraufnahme noch eine Verbindungsstelle machen. Jetzt gibt es nämlich an dem Auto noch eine weitere Verbindungsstelle. Und zwar, das ist dieses Gewinde hier. Das hat nämlich der Abarth in Amerika, die US-Modelle, weil die scheinbar nochmal andere Vorschriften haben, haben von hier auch nochmal eine Strebe unten auf die Achse. Das heißt, es ist ein bisschen komplex heute alles. Ihr müsst euch merken, ich versuche jetzt die gesamte Achse einmal gegen den Längsträger abzustützen. Das heißt, diesen Hebel, den ihr hier zwischen seht, weil die Achse relativ weit nach vorne noch ausgelagert ist, weil sie ist hier verschraubt mit der Karosse und geht bis hier. Alles, was da noch so arbeiten könnte, fangen wir mit einer Chromo-Strebe hier ab und dann verbinden wir die beiden Querlenker innen noch mit so einer Strebe. Jetzt, wenn wir hier uns diese Strebe vorstellen, haben wir natürlich auf einmal, hier war ja vorher dieses komplette Metallding mit der Strebe. Das heißt, jetzt haben wir hier perfekt Platz mit unserem Ladeluftkühler, mit den Rohren, einfach hier drunter zur Drosselklappe und zum Turbolader zu gehen. Das heißt, übertrieben gesagt, wenn wir jetzt den hier so ranhalten würden, sieht man jetzt, wie viel Platz hier auf einmal ist, dass eigentlich sogar dieser Kühler schon fast zu klein ist. Da geht mehr, ne? Und genau jetzt kommen wir zu dem Hauptinhaltspunkt dieses Videos. Wir könnten jetzt den Ladeluftkühler zerschnippeln, die Kästen anders machen. Zu viel Aufwand. Wir könnten ein Netz nehmen und wie bei dem Oma Golf oder bei Marius Golf einen Kasten selber bauen. Irgendwie so ein geiles Ding hier rum. Auch zu viel Aufwand, weil es gibt nämlich von denselben Hersteller, Wagner Tuning, Dessau, ein sogenanntes Rennsport-Ladeluftkühlersystem. Und da kann man sich wirklich im Konfigurator den gesamten Ladeluftkühler konfigurieren. Und genau das machen wir jetzt mal. So, als allererstes messen wir jetzt mal den Kühler, der drin war. Wobei, warte mal, wir gucken mal. Also er saß ja so. Wir können auf jeden Fall deutlich breiter werden. Weil da, wo jetzt die Halter waren, da können ja später dann unsere Anschlüsse sein. Da können wir mit dem Rohr durchgehen. Ziel von dem Ganzen am Ende ist übrigens, dass wir massiv Gewicht sparen. Welche <Ja. lacht> ich habe leider gerade keine Waage tatsächlich hier. Die hat Marius gerade geklaut. Ich habe das aber schon gewogen und ich kann euch sagen, ich hatte gute Laune danach. Also da geht was. Da geht richtig was. Interessant jetzt ist natürlich nur das Netzmaß. So, wir haben hier eine Länge von 60 cm, 200 bzw. 20 cm, in der Tiefe 70. 600, 270. Jetzt gehen wir mal gucken. Wagner Tuning. Online-Shop. Kriegt man das so gefilmt hier? Ja, ja. Ah, da stand es gerade schon. Rennsportkühler. Jetzt muss ich mich kurz zurechtfinden. Konfigurator ist richtig. So, Ladeluftkühler-Konfigurator. Extrem cool eigentlich wirklich gemacht. Wir können uns jetzt als erstes entscheiden, wollen wir horizontal durchgehen oder vertikal. Vertikal, extrem selten solche Kühler zu finden. Aber wir bleiben ja wie bei dem alten Kühler bei horizontal. Jetzt können wir uns als allererstes auswählen, welches Netz. Zweite Netz ist gleich 600 mal 205 mal 80, das ist tatsächlich das Netz, was wir drin hatten. Minimal tiefer vielleicht. Jetzt gucken wir mal, jetzt geht's weiter. Hier, das könnte sich gleich anbieten, 700, 10 cm länger in der Höhe. Dann geht es als nächstes weiter mit einer 300er Höhe. Das heißt, von 20 cm würden wir höher werden bis 30 cm. So hoch war der Kühler vorher. 30 cm ist dann schon ein ganz schöner Batzen.
dann würden wir mit dem Kühler so hoch gehen. Das würde vielleicht gerade so noch mit der Strebe passen. Aber wenn ihr euch hier die Stoßstange anguckt, die ist ja hier eh schon komplett zu. Die will ich auch ungern in der Optik wegen aufschneiden. Wenn wir in dem unteren Teil bleiben, sind wir hier mit 20 cm schon. Also das ist schon gut. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, das Beste, was wir machen können, ist 700 mal 200. Also wir sind 10 cm länger. Anschlussdurchmesser nehmen wir das kleinste, 55. 55 ist eigentlich zu groß, weil unser... Wir messen mal einmal. Bei dem Anschlussdurchmesser sollte man sich immer nach Drosselklappe messen. Übrigens extrem süße Drosselklappe hier. Ne? Ja. Aber selbst das sind, ja, das sind 50,8. Das heißt, ich werde leider Wagner Tuning mal kurz schreiben müssen, ob ich die Anschlüsse nicht in 50,8 haben kann. Die werden sagen, was ist das für ein kleiner Durchmesser, die haben sie noch nie gemacht. So, okay, ist für uns jetzt aber erstmal egal, wir nehmen 55. Und jetzt kommt nämlich das Interessante. Hier rechts sehen wir nochmal unseren Kühler mit den Anschlussdurchmessern. Jetzt können wir nämlich gucken, wie die Anschlussposition sein soll. Das heißt, wo wollen wir den Anschluss links und rechts an den Kühler haben? Kann man komplett frei wählen. Wir können jetzt machen oben, unten, seitlich, oben, unten, abgewinkelt, oben, unten. Das heißt, man kann theoretisch aus dem Kühler nach oben rausgehen, nach unten rausgehen, seitlich, oben, Mitte, unten, je nachdem, wo die Rohre am besten sind, und abgewinkelt. Abgewinkelt heißt an unserem Fall, dass wir, hier müsst ihr euch vorstellen, sitzt der Kühler, gehen die Anschlüsse direkt nach hinten. Das heißt, wir können hier wirklich direkt durchgehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch für uns das Beste. Gerade raus hätte das Problem, dass wir nämlich so eine Schleife legen müssen. Das heißt, die Anschlüsse kommen so weg. Hier ungefähr sitzt der Turbolader. Das heißt, wir müssten hier so einen ganz hässlichen 180-Grad-Bogen legen. Alles andere als optimal. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Ich will ja diese Flächen hier freilassen, dass hier richtig geil so eine Bremsbelüftung hinter kann. Dass wir wirklich von hier aufs Rad gehen. Das heißt, wir nehmen mal abgewinkelt oben. Abgewinkelt oben. Jetzt können wir hier noch das Netz wählen. Competition Tube Fin und Performance Bar and Plate. Das muss uns auf jeden Fall Ronny dann vor Ort bei Wagner Tuning erklären. Wir nehmen auf jeden Fall das Competition. Und jetzt geht's zum Ladeluftkühler. So, und jetzt seht ihr hier unseren Kühler. 70 cm lang. Kästen mit Direktanschlüssen nach hinten. So baut den jetzt die Firma Wagner für uns. Eigentlich wirklich was für jeden dabei. Wenn ich mir alleine überlege, wie viele verschiedene Netze es hier gibt, weil wir haben jetzt ja gerade wirklich, das sind ja die kleinsten Netze, die die haben. Normalerweise geht das hin bis zu solchen Kühlern, ne? Krass, okay. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Unser Kühler hat dann in Summe eine Länge von A1 und A2. 470, 470 sind 940. Und bei 940 sind dann ungefähr die Anschlüsse. Könnte gut sitzen, ne? Ja. So, das heißt, so breit ist der Kühler. Das heißt, die Anschlüsse sitzen nachher genau hier. Und hier, alle einmal reingucken. hier sitzen die Anschlüsse und hier sitzen die Anschlüsse. Das heißt, wir können hier ein Rohr bauen von der Drosselklappe, einmal über das Getriebe direkt rein. Hier vom Turbolader ein Rohr in den Kühler rein. Aber ich würde sagen, so viel erstmal zur Theorie. Damit das Ganze nicht zu viel und zu lang wird, geht es jetzt erstmal einmal schnell nach Dessau und wir holen unseren Kühler ab. So, und zack sind wir schon in Dessau bei der Firma Wagner Tuning. Und Ronny stellt uns das Ganze jetzt mal ein bisschen vor. Hi, ich grüße. Du hast den ersten Teil von dem Video ja noch nicht gesehen. Wir waren am Abarth und ich habe mir überlegt, dass dieser Kühler, bedingt dadurch, dass ich so viel umbaue, eigentlich nicht mehr optimal ist. Ja. Bedingt dadurch, dass er ja Plug and Play passen sollte damals und ihr deswegen diese Anschlüsse so dünn konstruiert hattet. Richtig. So, jetzt habe ich aber den Herrschaften das Rennsportsystem von euch gezeigt, was übrigens extrem cool ist. Ich glaube, viele kennen das noch gar nicht so. Ich selber wusste auch nicht, was es da alles gibt. Ich dachte jetzt so, ihr habt so 2, 3 Netze und 3, 4 Anschlüsse und fertig. Aber wie ihr seht, ist tatsächlich der Kühler sogar schon, wie wir ihn durchgesprochen haben, fertig. Und das System ist krass. Also das ist wirklich, muss ich sagen, genau, das ausgetüftelt. Genau für die Anwendungsfälle, wenn wir halt nicht im Plug-and-Play-Modus arbeiten können oder für die Fahrzeuge, wo halt größere Umbauten sind, dann ist das genau das Richtige. Mhm. Ja, wir haben ungefähr 3000 verschiedene Varianten, die aufgrund des Konfigurators erstellt werden können. 3000 Varianten? Ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Wir fangen mal einfach von null an. Wie lange gibt es das System? Schon 2 Jahre ungefähr, wie ich tippe, ne? Grob 2 Jahre, genau. Was auf jeden Fall krass ist, wie schnell ihr es geschafft habt, dass die ganze Viertelmeile als Beispiel diese Kühler schon drin hat jetzt, ne? Ja. Weil gefühlt jedes Auto hat ja von euch diesen 600, 400 Kühler, dieses riesen Ding da vorne drin, ne? Richtig, aber auch einfach, weil sie funktionieren. Das kommt noch dazu. Und halt einfach, weil man ganz einfach variieren kann, ne? Welche Richtig, Kästen. Genau.
So, das heißt, man kann als allererstes, wählt man sich das Netz aus. Ja. Kannst du da ein, zwei Sätze zu sagen? Tube-Finnetz? Ja, ein typisches Tube-Finnetz in dem Fall leichten Bauweise. Wir können aber auch auf ein Bahnplate-Netz gehen, wenn das gewünscht ist. Hat halt grob 30% als Massenvorteil gegenüber dem Bahnplate-Netz. Mhm. Ist halt ja von der Fläche und von der Netzauslegung ja perfekt auf das Volumen jeweils abgestimmt, vom Gegendruck bzw. von der Kühlleistung her. Mhm. Ja, und den Rest machen dann eigentlich auch die Endkästen dann wieder. Ja. Mhm. Bei welchen Motoren würdest du denn Bahnplate-Netz empfehlen? Also wo findet das seinen Anwendungszweck? Ja, also... Kann man so pauschal nicht sagen. Kannst du pauschal nicht sagen. Es ist halt auch eine Preisfrage ja. Ja, bei dem Bahnplate. Grundsätzlich ist das TubeFin eigentlich immer das, was wir auch empfehlen. Und das ist auch das, was am meisten gekauft oder verkauft wird. Ja. Von der Kühlleistung her? Entsprechen sie beide dem gleichen Wert. Ähnlich, okay. Genau. Mhm. Ja, weil die Netzauslegung dahinter ist nahezu identisch. Aber das Bahnplate wird wahrscheinlich deutlich schwerer sein, ne? Richtig, genau. Das ist ja dann wieder der Und das ist halt bei Rennsport, wir etablieren das seit Jahren jetzt ja, dass es möglichst leicht sein muss. Deswegen glaube ich schon, dass es viele gibt, die natürlich auch so ein leichtes Setup haben. Auch das, beziehungsweise du hast halt auch aufgrund des Massenanteils speichert natürlich der Ladeluftkühler auch die Wärme nachher. Wenn der einmal richtig warm war, speichert er auch die Wärme dementsprechend. Mhm. Also bis der dann wieder runter auf Null ist, und das möchte ich halt im Rennsport nicht unbedingt haben, ja, dauert das natürlich. Ja. Thema Gegendruck, TubeFin und Bahnplate? Kann ich von der Netzauslegung her immer identisch auslegen. Also das ist... Okay, verstehe. Genau. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, das Bahnplate hat immer mehr Gegendruck, sondern das Gesamtpaket muss man immer in Gegendruck betrachten. Richtig. Mhm. Wir sprechen da von dem hydraulischen Durchmesser, der effektive Durchmesser, der halt, sage ich mal, das restriktiert. Ja, und das bestimme ich ja mit der Netzauslegung. Und die Netzauslegung kann ich in beiden Fällen so auslegen, dass sie identisch sind. Mhm. Ja. Na, ich finde das System auf jeden Fall genial, weil es war wirklich so, ich stand vor dem Auto und denke mir so, schweißt man jetzt hier Ösen dran, beziehungsweise habe die alten Halter schon abgeschraubt und dachte mir so, ne? Und gucke so und denke mir dann so, eigentlich kann man auch einfach auf euer Rennsportsystem gucken. Wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ja theoretisch dieses Netz als Rennsport genauso gibt. Ja. Das sind dann auch identische Netze vom Aufbau her und so weiter. Das ist 1:1 dasselbe Netz. Also das heißt, euer Rennsportnetz ist das gleiche wie die ganzen Competition-Ladeluftkühler, die ihr auch im System habt? Nicht alle, nein. Aber in dem Fall ist es gleich. Hast du jetzt genau das Gleiche. Lustige an der Stelle ist, glaube ich, dass der Fiat Abarth-Kühler der erste, also vor dem Rennsportsystem draußen war. Und man hat halt einfach auf dieses Netz dann zurückgegriffen. So, das heißt, wir haben einen 700x200 Netz, das hatten wir euch ja am Anfang gesagt. Und das ist jetzt 10 cm länger geworden. Und zusätzlich, was ich nämlich definitiv nicht wusste, ist, dass es Kästen gibt, die direkt nach hinten gehen. Mhm. Und das ist natürlich für manche Autos ja, also wir extrem haben cool. Unterschiedlichsten Anwendungsfälle, ob nach hinten abgewinkelt, oben, unten, mittig oder nach oben raus, generell zur Seite raus, auch wieder unterteilt in mittig oder oben bzw. unten. Ja, diese verschiedenen Varianten haben wir. Ja. Ich überlege gerade, gab es auch 45 Grad raus oder gab es nur gerade und 90? Wir haben nur die 90 Grad oder gerade. Ja, die 45 könntest du halt mit einem Silikonschlauch zum Beispiel dann relativ leicht generieren. Und dann halt passend zu den Anschlüssen? Ja, wir haben unterschiedliche Anschlussgrößen. Ja, wir adaptieren das alles an dem Endkasten mit einem Flansch, wie man hier sieht. Gibt halt unterschiedliche Größen, die wir erstmal so grob vorgeben. In deinem Fall ist es ja eine Sondergröße, das haben wir kurz abgesprochen, ist grundsätzlich alles möglich. Ja. Ah, okay, das heißt, ihr könnt sogar, wenn jetzt einer sagt, ich will hier übertrieben gesagt 25 mm haben, 30 mm, 40 mm, aber würde theoretisch gehen. Genau. Okay, krass. Cool. Ja. Ja, in dem Fall ist es jetzt genau der Durchmesser, der aus dem Turbolader rauskommt und auch in die Drosselklappe reingeht? Ja, genau. Daran sollte man sich auch orientieren. Mhm. Man schaut halt an die Anschlussdurchmesser in Richtung Lader bzw. Drosselklappe und bestimmt dann dementsprechend bei uns im Konfigurator einfach die passenden Größen. Extrem cool. Ist natürlich, man merkt das auch schon, wenn man hier reinfasst, wie schön rund das alles gestaltet ist. Das heißt, das ist jetzt hier nicht einfach so... Plan draufgeschraubt würde bedeuten, wir haben eine Strömungskante, eine Abrisskante, die halt zusätzlichen Gegendruck erzeugt. Mhm. Dementsprechend formen wir das halt mit einem Radius in dem Falle aus und haben das dementsprechend optimiert. Wenn wir jetzt meinen alten und den neuen Kühler nebeneinander legen und vergleichen, welche Vorteile habe ich durch diese 10 cm mehr? Also durch die 10 cm mehr, siehst du ja, hast du in dem Falle wie hier fast eine Handbreit oder mehr als eine Handbreit mehr Kühlfläche grundsätzlich, innen wie außen. Ja, dementsprechend wirst du eine größere
ja, Kühlwirkung erzielen, definitiv. Also gerade auch über die Länge nähert sich das halt immer mehr gegen die Umgebung an, umso länger der Ladeluftkühler ist dementsprechend. Weil die Luft halt einfach warm reingeht und, genau, einfach und sich mehr immer Weg hat, kälter Stück für Stück abkühlt. Richtig. Und zum anderen hast du bei diesem System jetzt einfach auch den Anschlüssen geschuldet, nochmal grob 50% mehr Luftmassendurchsatz als bei dem Kollegen jetzt hier. Wir haben hier irgendwo einen 40 oder 42 mm Anschlussdurchmesser, bei dem halt 50 mm Anschlussdurchmesser, und von der Geometrie her ist das hier nicht ganz so komplex wie bei dem Kollegen. Ja, wir müssen nicht erst fast 180 Grad einmal rum, sondern können halt direkt rausgehen. Mhm. Ja. Okay, krass. Das heißt, der ist wirklich vom Gegendruck her deutlich geringer. Deutlich, ja. Das sind nochmal knapp 50% mehr Luftmassendurchsatz bei gleichem Gegendruck. Krass. Ja, und das wirst du dann dementsprechend auch im Ansprechverhalten merken. Ja, das ist, da kommt es dir ja drauf an, das Ansprechverhalten. Das heißt, mit dem alten Step, ich sage jetzt mal mit 160 PS, wird das wahrscheinlich hier noch nicht so schlimm gewesen sein. Wenn es jetzt aber mit dem Kühler hier in Richtung 400 PS geht, wird es dann wahrscheinlich schon interessant. Wird wahrscheinlich auch an eine Stopfgrenze kommen, wo du den Ladedruck immer weiter höher drehst und effektiv nicht mehr ankommt in der Ansaugbrücke. Okay, krass. Ja, durch das Gerät, das sieht schon. Was würdest du sagen, wie viel PS gehen da so durch? Also wo ist der noch effizient? Also ich denke mal, deine 400 wirst du locker damit. Das wird locker gehen, ne? Ich denke auch, weil das Ding ist ja so. Und was ich halt immer wieder cool finde, für die Größe ist das Ding definitiv noch leicht, ne? Wenn man den so hochhebt. Ist halt dem Tube-Fin-Netz geschuldet. Ja, also viele andere verbauen dann eben halt diese Bahn-Plate-Netze. Die sind halt wahnsinnig schwer aufgrund ihrer Bauweise. Mhm. Ja, ist halt für den Rennsport nicht unbedingt das Optimum. Mhm. Ja, du brauchst aber die Druckstabilität, deswegen halt auch die Guss-Endkästen. Ja. Was auf jeden Fall cooler ist, ich kann direkt einfach auf meine Chromo-Strebe hier gehen, festschrauben. Nach vorne kann ich, wenn ich will, hier auch noch eine Abschluss. Genau, eine Umfeld, wie nennt man das? Umfeld. Eine Abschirmung oder was? Umfeldabschirmung, genau. Genau. Sowas in der Richtung machen. Und was halt mein Plan war, deswegen die Anschlüsse oben, ich kann hier die Front noch nutzen für eine Bremsbelüftung so ein bisschen. Ich habe hier drunter noch genug Platz, um wegzugehen. Okay. Original ist das ja alles, sage ich mal, mit dem Fahrzeug gar nicht möglich. Gar nicht möglich. Ja, weil da ist wirklich das Maximum, was geht, was wir da im Angebot haben. Du baust natürlich auch wirklich wahnsinnig viel weg. Ja? Die Klimaanlage fällt raus, Scheibenwischanlage, den ganzen. Okay. Nee, mit Serie sieht man ja, ist das Ding dann schon so viel fetter in dem Bereich. Ne? Ja, da ist einfach alles, da ist alles im Weg. Ja, cool. Letzte Frage. Theoretisch habe ich den jetzt ja so bestellt, dass hier oben ist. Mhm. Kann ich ihn auch theoretisch einfach doch nach unten bauen? Ja, na klar. Müsste eigentlich, ne? Ja. Weil es sieht eigentlich alles gespiegelt aus. Das ist ja einfach nur eine Konfigurationssache. Jetzt hättest du ja im Konfigurator auch sagen können, ich möchte generell die Anschlüsse unten haben, nach hinten abgewinkelt, dann wäre trotzdem derselbe Ladeluftkühler bei rausgekommen. Okay, jetzt mal einmal bewegen hier. Ja, nein, also spielt in dem Falle keine Rolle. Ja. Ist egal, okay. Ja, in vielen Endkästen, das sieht man ganz gut. Ja, wir können noch mal ein, zwei Endkästen zeigen, genau. In vielen Endkästen, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein neues System. Das haben wir jetzt erst dieses Jahr mit erweitert. Das ist also sozusagen das vertikal durchströmte. Kennt man eigentlich eher aus dem amerikanischen Bereich. So GTR, ne? GTR selber ja auch. Oder aus dem amerikanischen Bereich, wo dann die Leute mit Kompressoraufladung irgendwo was in die Front bauen. Wo ich zwei Anschlüsse beispielsweise habe von dem Biturbo oder was auch immer, kann ich das dann auch so gestalten. In dem Fall sogar so gestalten. Ja, auch hier haben wir unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten. Einmal generell nur einseitig raus oder eben halt auch wieder versetzt nach oben raus, mittig nach oben raus oder eben halt die doppelte Variante. Das ist jetzt aktuell neu. Auch das Netz gibt es in drei verschiedenen Größen nochmal, ja, abgestuft. Dann muss es ja, er müsste ja Unmengen an Gussformen gemacht haben mittlerweile, ne? Du siehst ja jetzt hier. Das sind ja alles einzelne Gussteile, ne? Aber richtig, genau. Ich finde halt immer, das ist das Coole, so Gussteile machen es halt irgendwie immer hochwertig, ne? Wenn man hier so reinguckt mit diesen Strömungsblechen. Genau, darauf wollte ich eigentlich vorhin noch hinaus. In vielen Endkästen haben wir das dann auch einfach drin, um die gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Ja, kannst du dir ja vorstellen, wenn der jetzt hier befeuert wird, nur von allen, also von aus der Mitte heraus, ja, dann tut es sich ein bisschen schwer, die Ecken auch wirklich zu füllen. Mhm. Zumindest gleichmäßig zu füllen. Der wird zu füllen, aber eben halt nicht gleichmäßig. Die Hauptströmung würde sich irgendwo in der Mitte ausbilden. Das wollen wir natürlich nicht, weil dann läuft das ganze Netz nicht effektiv. Ja. Das heißt, man kann schon sagen, wenn diese Blades hier nicht drin wären, kühlt der Kühler 5 bis 10 Grad weniger. Ja, in wie viel Grad wir das aussprechen, richtig, aber auf jeden Fall schwierig messbar zu sagen. Das ist ein messbarer Unterschied. Es läuft halt nicht optimal, also es ist nicht zu 100% effektiv genutzt. Ja, das ganze Netz wird in dem Falle dann nicht zu 100% effektiv genutzt. Fetten V8 und dann einfach nur hier so 90 Grad Bogen drauf und direkt. Und direkt rein, genau.
Ja, stimmt, wenn du jetzt so vorstehst, ist irgendwie so ein, auch so ein typischer Ami-Kühler. Ja. So, ja, wenn du weißt du, wenn das abgeschnitten wäre, so ein Wasserkühler, der vorne immer so gerade in der Front drin steht. Ja, oder meinetwegen den wirklich runter. Die unten dran, ja, wie im GTR beispielsweise, könnte man ja. Das auch so bauen. Ja, ja, ja. Cool. Und was halt auch immer direkt ist, sieht man auch, das ist nicht einfach nur ein Gusskasten, sondern selbst hier ist eine Phase dran, ne? Ja. Das ist wirklich schon alles strömungsmäßig so gestaltet, dass es wirklich... Brauchen wir auch. Wenn du siehst, wir setzen ja jetzt hier diese 4 mm hier auf, stehen die Tubes ja ein Stückchen weit über. Mhm. Und wenn du diese Phase nicht hast, kommst du mit dem Kasten gar nicht richtig drauf. Mhm. Also das geht halt einfach verarbeitungstechnisch auch nicht anders. Das heißt, es gibt eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fast keine Form, die nicht möglich ist. Gibt es eine Form, dass man von beiden Seiten reingeht? Also quasi, wenn man jetzt quer in die Front einbaut, dass man auf einer Seite auch noch reingeht? Weil dann haben wir ja wirklich alles abgedeckt, was so... Du meinst jetzt... Nee, ja. So? Nee, ja, theoretisch so. Ja. Okay. Ich meinte aber schon ein querdurchströmtes. Ja. Wo man aber auf einer Seite reingeht und hinten so eine Schleife macht. Oder, ja. ist das so schlecht von der Thermik her und von der Strömung her, dass man das eh niemals machen also würde? Ich würde es nicht empfehlen, grundsätzlich. Also wir haben es nicht im System drin. Mhm. Ja, ich würde es auch nicht empfehlen. Das heißt, selbst dabei wäre es dann schon fast besser, ein kleineres Netz zu nehmen, was wir so einbauen. Das würde im Zweifelsfall besser funktionieren, als so eine 180-Grad-Schleife zu geben. Ja. Ja. Cool. Wie druckstabil sind die? Also wir drücken alles mit 6 Bar ab. Mhm. Bis dahin garantieren wir es auch grundsätzlich. Oder sollte. Sollte reichen. Die Kirche passt schon. 6 Bar, da kommen wir auf jeden Fall mit hin. Ein allerletzter Punkt, damit wir euch noch zeigen, wie was alles geht. Habt ihr nur Schlauchanschlüsse oder auch schon so diese Anschlüsse so auf Vibrant-Schellen und was ist so alles? Genau. Geht auch. Auf Vibrant. Krass. Cool. Aber eben da auch bloß im... Was war es? 3 Zoll, 3,5 Zoll und 4 Zoll. Ja, richtig. Ja, wie gesagt, wenn da Sonderanfragen sind oder dergleichen, einfach ja, bei uns durchklingeln. Und jetzt wirklich der letzte Punkt, wo ich extrem begeistert war. Lieferzeit ist krass. Ja, ja, man muss sich ja vorstellen, das liegt ja alles bei uns lose in dem Lager. Und mit der Bestellung ja, dauert das, je nachdem, ob es gepulvert wird, irgendwo zwischen einer Woche, wenn es nicht gepulvert wird, oder eben halt 2 Wochen, wenn es gepulvert wird. Ja. Und das ist eine Woche für einen angefertigten Leerluftkühler zu aktuellen Zeiten, ist schon richtig schnell, finde ich, definitiv. Genau, wir geben halt wie immer unser Bestes. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal den letzten Punkt, wo du gerade gesagt pulverst, ist ja so ein Aberglaube im Internet. Habe ich eine schlechtere Kühlleistung durch, dass er gepulvert ist? Oder konntet ihr feststellen, dass es gar nicht so ist? Also es wirkt sich nicht enorm auf. Mhm. Ja, also wir benutzen da halt auch eine gesonderte Beschichtung. Mhm. Ja. Du kommst aber mit dem Pulver nicht zu 100% in die Fins rein, ja, sondern es ist erstmal nur oberflächlich auch geschützt, gerade die Front. Ja, reicht ja eigentlich gegen, auch. Ja. Gegen das, ja, die Umwelteinflüsse. Ja. Ja, und in der Tiefe kommst du mit dem Pulver gar nicht so arg rein. Mhm. Dementsprechend trägst du dort auch nicht auf dieser gesamten Fläche, die ja eigentlich zum Wärmeübertragung da ist, auch nicht wirklich eine zusätzliche Schicht auf. Ja, also da ist der Aspekt einfach, dass du es vor Umwelteinflüssen schützt, definitiv der angenehmere Aspekt. Eigentlich wollte ich ihn schwarz pulvern, aber jetzt, wo ich den so sehe, in Silber mit der Verarbeitung, könnte das doch ganz gut aussehen bei so einem Rennfahrzeug, wenn das Ding da in der Front so drin hängt. Ne? Ich würde den so lassen. Ja, nee, dann Ronny, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn ihr ein bisschen stöbern wollt, klickt euch einfach mal durch den Konfigurator. Und wir ziehen jetzt wieder ab nach Hannover und stecken das Ding mal ran, würde ich sagen. Na dann, viel Spaß. Danke. So, wir sind zurück in Hannover. Als erstes fangen wir jetzt mal wieder mit unserer Waage an. Die kam schon lange genug nicht mehr in den Videos vor, deswegen muss es jetzt einfach mal wieder, losgehen. So, unser neuer Kühler hat 7 Kilo. Mal gespannt. Nochmal zur Erinnerung, der ist, wie gesagt, habt ihr ja gerade gesehen, größer als der alte. 7,5. Okay, haben wir schon mal ein halbes Kilo am Kühler gespart. Nicht ganz korrekt. Der Kühler ist ja komplett mit Haltern. Der Kühler ist noch ohne Halter. Das heißt, ein paar Kilos kommen natürlich drauf. Aber es ist jetzt nicht so, dass der neue Kühler viel, viel, viel schwerer ist. Dann haben wir weitergemacht. Hier seht ihr jetzt das besagte Rohr. Das haben wir schon mal angepunktet, um mal so grob schon mal Position festzulegen. Und hier ist jetzt auch endlich unser, ich sag jetzt mal, Rennsport-Wasserkühler angekommen. Der ist, wenn man hier von der Seite filmt, deutlich tiefer als der originale. Sowohl vom Kasten her als auch vom Netz her und somit hat dieser Kühler mehr Volumen und über das mehr Volumen kann er auch besser die Wärme abführen.
So ist zumindest der Plan. Plus, dadurch, dass er aus Alu ist, können wir jetzt natürlich ganz einfach Halter anschweißen, abflexen und so weiter, was halt bei Kunststoff immer nicht geht. Ne? So, aber der entscheidende, interessante Moment ist ja, wo liegen wir Gewicht? Was haben wir jetzt hier rausgeholt? So, wir fangen einfach mal an, würde ich vorschlagen. Wir fangen mal an mit, das ist unser der ganze Rahmenunterzug. Mit dem fangen wir mal an. So, das ist schon mal 3,5. 5,2. 6,7. Dann gehören eigentlich noch zwei von den Dingen. Dann noch die ganzen Schrauben. Die gehören auch dazu. So. Satte 9 Kilo. Erstmal nur dieser Unterrahmenzug, den wir gegen unsere Chromo-Strebe haben wir jetzt nicht gewogen, leider. Also doch, ich habe es ja natürlich gewogen, aber bevor wir es angeschweißt haben jetzt, das waren so um die 2 Kilo ungefähr. So, 9 Kilo, das war aber noch nicht alles. Dann lassen wir diesen besagten Träger weg. Somit sind wir schon bei 22. Lassen wir auch weg. 12 meinst du? 12, genau. So, sind wir schon bei 14. Wird die Schraube auch noch dazu? Nee. 14 und jetzt haben wir hier noch ganz viel weiteres Zeug, was wegrationalisiert wird, was wir auch noch dazu wiegen müssen. Das ist zum Beispiel der besagte Batteriehalter. Den werden wir natürlich viel leichter in Alu bauen. Okay, jetzt verließen wir uns. Fangen wir mal neu an. Das sind auch knapp 1,5 Kilo der Halter. Dann haben wir hier noch haufenweise Zeugs, was alles am Motor dran war. Das wir auch nicht mehr brauchen. Da kommen wir später nochmal zu. Theoretisch haben wir sogar noch. Ich habe das Altteil nicht. Das ist der alte Halter, wo hier die Lichtmaschine und hier der Klimakompressor sitzt. Der Halter geht eigentlich noch viel, viel, viel höher. Den habe ich hier abgesägt, sieht man kaum noch nach dem Pulver. Hier abgesägt, weil wir jetzt nur noch hier die Lichtmaschine hängen haben. Mhm. So, das heißt, da haben wir auch nochmal knapp 1,5 Kilo waren das, glaube ich, gespart. Ganz wichtig übrigens, wenn man Lichtmaschinenhalter pulvert, unbedingt die Anschraubflächen zum Block wieder blank machen, weil bei vielen Autos die Masse von der Lichtmaschine über den Halter wandert. Hat man natürlich auch schon mal vergessen. So, hier müssen wir uns imaginäre 1,5 Kilo auch nochmal zudenken und schon sind wir bei über 20 Kilo, die schon wieder raus sind. Ist geil. Das ist schon saftig, ne? Ja. Definitiv. Also da sieht man mal immer mal so, was dann doch so, wir waren ja mit dem Auto am Ende bei knapp unter 1000. Man denkt so, nee, weiter geht's nicht. Aber geht immer wieder was, ne? Mhm. So, Innenraum kommt noch und so weiter. So, jetzt haben wir weitergemacht und haben den Kühler schon mal positioniert. Sitzt jetzt auch so, wie wir uns das vorstellen. Wir werden hier in das Chromorohr noch eine kleine Buchse durchstecken. Jetzt gerade haben wir nur ein Loch gebohrt, eine Schraube durch, aber hier kommt dann quasi eine Buchse durch, die wir fest mit dem Chromrohr verschweißen, dass das ein richtig schöner Halter ist. Das wäre nämlich meine Frage gerade gewesen, wenn man einfach was reinbohrt, geht ja irgendwo auch die Festigkeit verloren, oder? Ja, die aber Steifigkeit. Das würde selbst so gehen, das ist alles nicht festgeschraubt, nicht verschweißt und so weiter, ja. Und das ist trotzdem schon tierisch fest. Hier haben wir jetzt unseren Abstand gelassen, wie Ronny auch meinte, lieber zwischen Wasserkühler und Ladeluftkühler ein bisschen Platz lassen, dass die Luft sich dementsprechend verteilen kann. Jetzt muss am Ende muss noch dieser Ölkühler irgendwo hin. Vorher war das ja dieses ganze Klimpel hier. Diese komplette Einheit mit Wärmetauscher, Ölfilter, diesen ganzen Leitungen und Kabeln und so weiter. Da kommen wir allerdings im nächsten Video zu, wenn es um den Motor geht. Fliegt alles weg. Das machen wir viel, viel, viel einfacher. Da kommt nur einen Ölfilter und eine Adapterplatte, dass wir auf den externen Ölkühler kommen, sodass wir die ganzen Leitungen und alles viel, viel einfacher gestalten können. Ja, das heißt, ich hatte mir erst überlegt, erst wollte ich eigentlich den Ölkühler ganz gerne hier so hinsetzen. Wäre Variante 1, die ich auch gar nicht so schlecht finde. Aber A kommt hier extrem wenig Luft eh schon hin, weil der obere Teil hier komplett zu ist. Und wir haben theoretisch auf der Seite hier noch komplett das Radhaus frei. So, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, muss der Kühler Hier so muss er ungefähr hin. Weil, das zeige ich euch, also erstmal seht ihr jetzt hier schön, was ich meinte. Vorher wäre ja hier dieser ganze Rahmenunterzug gewesen.
da unten an die Achse ran, hier komplett überall durch. Das wäre alles zugebaut gewesen, dieses ganze Eck. Das ist jetzt alles schön offen. Das heißt, wir können mit den Leitungen direkt an Turbolader und können auch mit unserer Bremsbelüftung hier direkt dran vorbei zur Felge. Das wird, glaube ich, richtig gut. Sieht halt schon riesig aus, dieser Ladeluftkühler da vorne. Ja, sieht nach mehr Leistung aus. So, also da können wir auf jeden Fall mit arbeiten. So, Stange. So, und jetzt seht ihr, der sitzt da annähernd perfekt drin. Er kommt noch minimal tiefer, weil jetzt gerade haben wir ja noch keine Gummispacer dazwischen. Der sitzt natürlich dann ein bisschen gummigelagert, ein bisschen tiefer. Das heißt, der wird unten mit dem Unterfahrschutz abschließen. Oben brauchen wir gar keine Abschottung hinmachen, weil die ist eh schon abgeschottet. Und links, rechts müssen wir wirklich nur ein minimalstes Blech machen. Ich sage mal, die Funktion wird man im Zweifelsfall noch nicht mal merken, dass wir es hier zum Gitter hin nochmal links und rechts einmal abschotten können, dass die Luft wirklich da nur durch den Kühler geht. Ne? Dahinter soll sich die Luft entspannen und soll dann auch oben zum Kühler strömen, dass man dahinter quasi den Wasserkühler dann vernünftig anströmt. Ja, sonst ist das aber schon von der Flächenausnutzung her und so geil. Und jetzt seht ihr nämlich hier, diese Öffnung, die jetzt bleibt, da muss uns Daniel von Animal Racing jetzt einen schönen Trichter drucken, der von hinten hinterkommt, dass wir von dort aus mit dem Trichter auf den Schlauch genau dahin, wenn du jetzt von hier reinguckst, siehst du die alte Stelle, wo die Achse da so verschraubt war hinten. Genau da ist jetzt nämlich Platz für den Schlauch. Warte, geh mal mit der Hand hier, ne? Ja. Genau hier kann jetzt der Schlauch durchgehen und geht dann von hier von hinten auf die Bremsscheibe. Ja. Da sind wir dann eigentlich safe. Hinter dieser Öffnung liegt der Luftfilter, das ist die Ansaugung. Mhm. Das hat übrigens extrem was gebracht an der Ansauglufttemperatur. Und deswegen würde ich nämlich gerne auch auf der anderen Seite, hier hinter, den Ölkühler positionieren. So, der sitzt dann ungefähr. Das Coole ist nämlich, wir hätten dann nämlich so eine Klappe. Okay, ich kann ihn schwer festhalten. Aber der sitzt dann ungefähr so. Ja, ist ja perfekt, oder nicht? Ja, wird schön angeströmt. Wir nutzen wirklich jede Öffnung von der ganzen Front. Ja. Mehr geht eigentlich noch. Scheinwerfer noch raus. So, wie geht's weiter? Wir als nächstes bauen erstmal die Front fertig. Das heißt, hier für einen Halter, Ladeluftkühler, Wasserkühler, dass das alles fertig ist. Dann kommt der Motor rein und dann geht es los mit Leitung zum Turbolader, mit Verrohrung, Drosselklappe, Ansaugung und alles drumherum. Und ich würde sagen, da steigen wir im nächsten Video dann auch wieder ein. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.